Jetzt lass mich nicht im Stich. Mein Handy liegt noch auf dem Trailer. Das hätte ich auf jeden Fall vergessen. Oh. Mich will keiner sehen. Halt mal lieber auf die Halle. Das ist mal ein richtig gutes Auto hier. Fällt mir auch absolut nichts so ein. Kann mir nicht erklären, was das für ein Schmodder ist. Ab nach Hause. Schauen wir uns das Fahrzeug jetzt nochmal zusammen an. Wie besprochen, in bester Ordnung. Muss man, glaube ich, nichts mehr weiter zu sagen. Das sind richtig dicke Erdnüsschen. Aber erstmal, bevor wir losfahren, gehen wir ja jetzt noch in die Halle und gucken uns die an, weil so oft bin ich ja hier auch nicht. Und für mich ist das auch eine echt coole Sache. Als alter Auto-Nerd sind ja nicht nur die Bullis, die ich liebe, eigentlich alles, was vier Räder hat. Und ja, das ist erstmal so gut. Ach komm, die Rampen packe ich noch rein, bevor wir reingehen, damit wir hier fertig sind. Jo. Jo, das sieht doch gut aus. Hier noch das Fenster zu. Na komm schon jetzt, lass mich nicht im Stich. Na los. Los. Ja. Andere Seite auch. Ach, mach keinen Scheiß. Ja, das läuft. Boah, der läuft. Der läuft sauber. So, das schmeißen wir noch in den T5. Den machen wir dann auch noch kurz zu. Bisschen Luft für den Hund, aber auch nicht zu lange, dass der da nicht zu lang drin rumeiert. Aber ich würde sagen, das lief doch ganz gut. Warte, mein Handy liegt noch auf dem Trailer. Das hätte ich auf jeden Fall vergessen. Ich hoffe, man kann mich jetzt gut verstehen. Und dann gehen wir hier einfach nochmal so rum wie die Touris. Also wir sind hier bei einer Firma, die die ankommenden Fahrzeuge aus Amerika abwickelt als Partnerfirma von meinem Verschiffer, den ich in Amerika angeheuert habe. Und selbiges geht natürlich auch andersrum. Man kann natürlich hier auch das Auto hingeben, wenn es über See verschifft werden soll. Mich will keiner sehen, halt mal lieber auf die Halle. Tatsächlich hier amerikanische Fahrzeuge. Hier ist ein Batmobil, das können wir uns mal reinziehen. Keine Ahnung, was das ist. Ist natürlich auch absolut nicht mein Steckenpferd, solche Fahrzeuge. Das hier schon eher, Mercedes-Benz 300 CE Cabrio aus Amerika mit komplett voller Ausstattung. Außen dieses dunkle Braun, innen schwarzes Leder mit Klimaautomatik, Radioautomatik, vierfach elektrische Fensterheber, ein Pipapo mit dem 3-Liter Motor. Das ist schon ein echt feines Ding, aber das ist mal ein richtig gutes Auto hier. Und ich könnte jetzt mit euch den ganzen Tag so weitermachen. Video wird wahrscheinlich eine Stunde. Nicht zu jedem Auto was sagen. Okay. Dann gehen wir weiter. Wir können uns ja auch mal hässliche Autos angucken. Ja, das Silberne hier, das hat auch irgendjemand lieb. Hat auch irgendjemand Geld für ausgegeben, um das hier hin zu importieren. Vielleicht ist das auch was richtig Besonderes, keine Ahnung. Fällt mir auch absolut nichts so ein. Ich habe das noch nie gesehen. Und natürlich vorhin den Kollegen hier gefragt. Also die Unfallfahrzeuge, die hier stehen, gehen zu 90% nach Polen. Und was dann mit den Fahrzeugen passiert und wo die danach wieder angeboten, das wissen, denke ich mal, die meisten. Amerikanischer Makan scheint sich auch zu lohnen. Aber man muss natürlich auch sagen, hier landen auch viele Fahrzeuge von amerikanischen Auswanderern oder Zeitsoldaten oder sowas, die dann hier stationiert werden. Die nehmen ihre Fahrzeuge mit, was dann hier auf denjenigen weiterläuft. Das wird dann auch alles hier mit abgewickelt. Joa. Die alten Trucks sind auch der Hammer. Was hier so rostig aussieht, ist alles komplett gesundes Blech. Das hier ist Patina, sein Vater auf jeden Fall. Wunderschönes Fahrzeug. Der wird mal richtig hübsch. So, was sehen wir denn noch? Sehe ich von hier irgendwas? Ich denke mal, die Dimension kann man ganz gut sehen. Also eine ganz gute Einsicht hier. So, können wir hier nochmal durchgehen. Vielleicht sehe ich noch irgendwas Interessantes. Steht hier denn vielleicht noch irgendwo ein VW-Bus rum? Ah, da hinten steht einer. Sehr schön. Da können wir nochmal hindackeln. So, jetzt bin ich mal gespannt. Was haben wir denn hier stehen? Das sieht nach einem dicken, fetten Brandschaden aus. Irgendwas ist da passiert. Typischer Brandschaden beim Lufti. Hier sind die Flammen aus dem Blechohren rausgeschlagen und haben das komplette Dach zerstört. Aber der ist noch sehr glimpflich ausgegangen. Also dieses Fahrzeug kriegt man durch und durch wieder hin. Das hat sich bestimmt als Import mal richtig gelohnt, die Kiste hier. Höchstwahrscheinlich hat der Motor gebrannt. Der Motordeckel ist zu, hält das für die Zeit aus. Die Leute haben schnell bemerkt und wegen des Motorbrands schlagen die Flammen oben aus dem Blechohren raus. Vielleicht war irgendwas noch hier oben drauf, eine Dachbox oder so, weil ich kann mir nicht erklären, was das für ein Schmodder ist, der hier drauf ist. Ach nee, das ist das zerlaufende GFK. Aber sonst noch richtig schön erhaltener Bus, mein Gott.
Richtig gutes Ding. Na gut. Ein Preis steht leider nicht drauf. Na komm. Was hier mit den Unfallfahrzeugen abgeht, das ist schon interessant. Das scheint ja höchst lukrativ zu sein. Okay, dann gehen wir hier nochmal vor dem Pickup lang, zwischendurch zum Tor hinten raus. Mega geil sind natürlich diese Toyota Land Cruiser hier. Also ich weiß jetzt nicht, was für ein Baujahr die haben, ob das neue Fahrzeuge sind oder nicht, weil die sehen vom Zustand her perfekt aus. Aber das sind mal richtig geile Dinger. Das werden Neuwagen sein. Wenn die immer noch so solide und zuverlässig sind wie die alten Modelle, dann ist das natürlich auch eine absolut perfekte Wohnmobilbasis, muss man dazu sagen. Und der Lack etc., das ist wunderschön. Also die gefallen mir richtig gut. Hier ist noch einer. Und in der Regel ist es dann so, dass es gibt auch Ausbauer hier in Deutschland, die packen dann eine dicke, fette Wohnkabine oben drauf und dann geht das ab mit den Dingern. Okay, würde ich sagen, machen wir uns mal Richtung nach Hause, oder? Richtung nach Hause. Richtung Hause. Ab nach Hause. Und hier sind schön zwei runtergerockte Mustangs. Das wäre doch auch mal was für mich. Naja, irgendwann mal. Okay, ich würde sagen, das war's aus der Halle. Zum Glück durften wir ein bisschen filmen. Jetzt steigen wir ins Auto und dann geht's Richtung Heimat. Wir fahren jetzt erstmal 50, 60 Kilometer. Dann machen wir nochmal ein Päuschen. Dann zeige ich euch nochmal den Bus rundherum. Dann lassen wir den Hund noch raus, ziehen was durch bis nach Hause, laden den Bus ab und dann war's das auch. Also bleibt dran und bis gleich. Hallo. Spaß. Also, wir machen jetzt zwar gerade Pause und gehen noch einmal mit dem Hund raus, aber, oh, jetzt ganz vorsichtig hier aufmachen. Upp. Ne? Der hat das nämlich hier heute super gemacht. Aber den Bus zeige ich euch erst, wenn wir bei mir an der Halle angekommen sind. Weil hier sind denkbar schlechte Bedingungen, euch das Fahrzeug zu zeigen. Wir stehen hier direkt an der Straße. Da ist direkt der Busch. Das bringt hier alles nichts. Von daher kriegt er jetzt hier erstmal die restlichen Klingelpommes als kleine Belohnung. Und dann darf er auch schon aussteigen. Gehen wir mal eine kleine Runde. Und wir sehen uns dann wieder, wenn wir zu Hause angekommen sind, beziehungsweise bei meiner Halle. Dort zeige ich euch nochmal das Fahrzeug. Ich hoffe, dass wir gut durchkommen bis dahin. Wir haben schon den einen oder anderen Stau hinter uns und auch noch vor uns. Bis gleich. Angekommen. So, hier ist der Schlüssel. Dann schauen wir uns das Fahrzeug jetzt nochmal zusammen an, wie besprochen. Nur in Teil 1 gesehen oder beim Aufladen. Dieses Auto stand jetzt 2 Jahre, volles Brett mit der Seite in der kalifornischen Sonne. Deswegen haben wir hier einen total ausgebrannten, abgebrannten Klarlack. Den ich aber eigentlich auch recht sexy finde. Man hat dann eben sowas, dass diese Sachen hier recht angegriffen sind. Aber wenn wir jetzt so weit ins Detail gehen, dann wären wir hier nie fertig. Einmal kurz aufs Dach filmen. Auch eine schöne Patina drauf, oberflächige Rostansätze. Hier haben wir eine komplette, im Erstlack erhaltene und fast beulenfreie Fahrerseite. Wir haben hier diese große Beule. Hier muss etwas zur Rostkonservierung rein und dann kann man diese Beule hier sehr simpel von innen herausdrücken. Von unten ist das Auto picobello. So wie ein perfekter VW T3 von unten halt aussieht, so sieht er von unten auch aus. Dann können wir mal hinten bei der Heckklappe lang, die noch komplett Rost, Beulen, Unfall frei ist. Kann man dann auch natürlich immer ganz gut prüfen, hier unten, wo unsere deutschen bzw. europäischen Heckklappen defekt oder kaputt oder durchgerostet sind. Also an der Heckklappe nichts zu tun und sowieso an der ganzen Hinterpartie alles in bester Ordnung. Sehr schön, aber eine größere Baustelle ist
hier hinten rechts. Hier hat es mal einen Streifschaden gegeben. Da muss man hier hinten beigehen. Das hier wird gezogen. Das hier muss mit ein bisschen mehr Arbeit hergerichtet werden. Würde ich erstmal versuchen zu ziehen, bevor ich da ein Bratblech reinpacke. Das möchte ich eigentlich, also ein Reparaturblech, ein vernünftiges wäre es schon, aber das möchte ich eigentlich erstmal verhindern, dass ich das vernünftig gezogen und ausgebeult bekomme. Werde ich von dieser Naht bis hier entlang, bis hier runter eben leider nachlackieren müssen. Da werde ich erstmal gucken, was ich hier auspoliert bekomme, bevor ich irgendwie das ganze Teil hier nachlackiere. Das ist es mir irgendwie gerade nicht wert. Ich hoffe, dass sich das hier irgendwie vermeiden lässt und dann immer noch ganz gut aussieht. Es soll ja kein restauriertes Fahrzeug sein oder so dastehen. Er darf seine Gebrauchsspuren haben. Es soll einfach alles ein bisschen hübsch und vernünftig gemacht werden, dass er das deutsche H-Kennzeichen sich verdient und bekommt. Und da hoffe ich, dass ich hier um eine Volllackierung da dieses Seitenteils auf jeden Fall drumherum komme. Schiebetür, alles gut. Hoppala. So, machen wir das Ding mal auf. Was hier gerne mal weggegammelt ist, ist natürlich auch alles okay. Ist okay. Batterie drin. Die nehmen wir dann noch raus. Jetzt mache ich den Spaß mal, jetzt ziehe ich das Gummi mal ab. So. So sieht das dann aus. Kommt dann eh frisch drauf und nicht mehr verklebt. So. Muss man, glaube ich, nichts mehr weiter zu sagen. Das lege ich mal daneben. Gott sei es gedankt. Die komplette Frontpartie ist auch okay. Natürlich so ein paar Anbauteile, die sehr verwittert sind. Gläser hier, das muss man dann versuchen, dass man das auspoliert bekommt. Ja, aber das wäre es soweit von außen. Muss man so ein bisschen wegen den Standschäden gucken. Das heißt, dass man natürlich die kompletten Bremsleitungen, die komplette Bremsanlage, das Fahrwerk überprüft wird, ob alles schön gängig ist, gegebenenfalls ersetzen, weil das Auto jetzt 1,5 Jahre dort rumstand. Dann schauen wir uns das Fahrzeug nochmal von innen an. Motorgetriebe sollten kein Problem mehr darstellen. Alle Flüssigkeiten werden an den Ding halt noch gewechselt. Dann sollte das butterweich laufen. Jetzt kommen wir nach innen. Jetzt ist noch mal jede Menge Arbeit angesagt, wenn man sich den Innenraum anschaut. Da müssen wir mal so ein bisschen auf den Teppich halten. Der hier ist komplett hinüber. Das wird natürlich ausgetauscht. Auch teilweise defekten Fahrerhausteppich. Da muss man eben gucken, dass man zum Beispiel dieses Stück da eventuell ersetzt bekommt. Das habe ich natürlich auch alles da. Zum Glück ist der Himmel soweit in Ordnung. Dieser Klimatunnel wird einmal demontiert und komplett mit Kunststoffreiniger etc., was es alles so gibt, überarbeitet. Hier muss man dann bei den Säulen gucken, dass man die schön sauber bekommt. Die sind angemattet. Jeder, der so ein Fahrzeug hat, kennt das. Oder jeder, der keins hat, kann es sich sehr gut vorstellen. Die Sitzbank hier fliegt raus. Das hier ist ein Rock'n'Roll-Bett. Kann man komplett als Bett umklappen. Der hier hinten drinnen ein paar Verschönerungsarbeiten. Natürlich eine komplette und sehr umfangreiche Reinigung dieser ganzen Anbauteile. Sonst ist das meiner Meinung nach ein sehr überschaubares und schönes Projekt. Das hat heute schon mal richtig Spaß gemacht. Das Auto werden wir jetzt noch vernünftig parken. Heute steht er noch mal draußen, aber es soll nicht regnen. Morgen kommt er dann in die Halle, in seine Gefilde. Dann geht es hiermit so weiter, dass ich erstmal alles aus dem Innenraum demontiere. Die defekten Verkleidungen vorne, hinten, die werden gesäubert oder gegebenenfalls ersetzt. Dann kann ich natürlich auch von innen rangehen und kann an die Beulen gehen, die ich von innen herausdrücken kann. Dann wird das Auto nach und nach fertig gemacht für das deutsche H-Kennzeichen und den TÜV. Wenn er dann auf eigener Achse steht, möchte ich nur gerne noch Eis strahlen lassen. Und dann wird das, glaube ich, ein richtig schöner Bus. Wird ein weiteres gut erhaltenes Fahrzeug dieser Baureihe auf Deutschlandstraßen geben. Darauf freue ich mich. Ihr hoffentlich auch. Damit würde ich sagen, rappen wir es für diesen Tag, für den zweiten Teil hier ab. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Ich freue mich riesig über ein Abo. Ich habe es im ersten Teil schon gesagt. Die meisten unserer Zuschauer, davon auch sehr, sehr viele wiederkehrende Zuschauer, haben den Kanal noch nicht abonniert. Bleibt nach dem kleinen Abspannen und dem Schlusswort von mir noch dran. Da zeige ich euch noch eine Kleinigkeit. Sonst bedanke ich mich fürs Zuschauen. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Ich hoffe, eure Karren funktionieren vernünftig und bis denn. Ciao. Jetzt, nachdem ich alles abgerappt habe hier, zeige ich euch eigentlich den wahren Grund, warum ich diesen Bus gekauft habe. Denn eigentlich war es mein Ziel, Pabst Blue Ribbon Bier zu importieren und ich wusste nicht, wie ich das anders machen sollte, als in so einem Bus. Marc vom Bus Lab war so gut und hat mir 2x30 wunderschöne Packungen Pabst Blue Ribbon. Dann, oh, das ist natürlich eine super nette Überraschung. Planters Peanuts. Das sind richtig dicke Erdnüsschen. Vielen, vielen Dank. Nicht zu vergessen, worauf ich mich auch riesig gefreut habe. Mein Raffle-Gewinn vom Synchrofest. Raffle bedeutet los. Es gab eine Tombola. Könnt ihr sehen in meinem dritten Teil von den Kalifornien-Videos. Mega geil. Ich glaube, das ist von Rocky Mountain Westie. Das kann man unterm Fahrersitz vom T3 montieren. Hat hier so ein Zahlencode-Schloss. Wenn man das dementsprechend eingestellt hat, als Schublade dieser Safe herausgefahren. Und man kann da drin seine Sachen verstauen. Der Safe wird eingeschweißt am Fahrersitz. Ja, warum der hier ausgepackt ist, weiß ich nicht. Wahrscheinlich hat der Zoll die Kiste durchsucht. Damit bin ich glücklich für heute. Danke fürs Einschalten und ciao.